Todd Howard, der Game Director von den Bethesda Game Studios, meldet sich zu der aktuellen Starfield-Kontroverse zu Wort. Es geht um den neuen Creation Store in Starfield. Und nicht nur das. Er redet über die Zukunft von Fallout, The Elder Scrolls 6 und einer der größten Kritikpunkte an Starfield soll mit der kommenden Erweiterung Shattered Space ausgeräumt werden. Das und vieles mehr besprechen wir heute in diesem Video. Übrigens, unten in der Beschreibung findet ihr Timestamps, so könnt ihr zu dem Punkt springen, der für euch interessant ist, denn in diesem Video werde ich über einige Sachen etwas länger reden. Und es gibt einige ziemlich wichtige Sachen zu diesem Interview, die man im Vorfeld wissen muss. Howard hat dieses Interview mit Mr. Matty Place geführt. Und das ist ziemlich gigantisch, ehrlicherweise. Denn bisher hat der Game Director in der Regel nicht direkt mit YouTubern gesprochen, sondern nur mit Gaming-Journalisten. Bethesda scheint gerade ziemlich heftig in die Gegenoffensive zu gehen. Denn in der Vergangenheit wurde nicht so eng mit Content-Creatoren zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Schritt. Nach dem Release von Fallout 76 war die Stimmung gegenüber Bethesda relativ toxisch. Doch wenn man etwas weiter in die Vergangenheit blickt, dann sieht man, dass das Ganze auch schon mit Fallout 4 begann. Dieser Teil der Fallout-Reihe ist recht kontrovers und hatte einige ziemlich heftige Änderungen. Und hier ist das Ding, ich verstehe total die Kritik, sowohl an Fallout 4, die es gibt, aber auch an Fallout 76 und natürlich auch an Starfield. Starfield hat zum Beispiel Ladebildschirme und es wäre geiler, wenn man in viele Räumlichkeiten einfach so ohne einen Ladebildschirm gehen könnte. Das gleiche gilt auch für das nahtlose Reisen zwischen Planeten. Die Points of Interest wiederholen sich und auch nicht alle Planeten sind wirklich spannend. Ich meine mal, in den vergangenen Monaten gab es ja wirklich sehr viele positive Videos zu Starfield. Und die Kritik dazu wurde rauf und runter gerattert. Doch hier ist der Twist, ich teile diese Kritik nicht in der Intensität, wie es getan wird. Statt es gibt einige YouTube-Kanäle, sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum, die sich etwas auf das Thema eingeschossen haben. Und wenn man jetzt versteht, dass Negativschlagzeilen 10-mal mehr geklickt werden von Menschen, weil uns halt nun mal negative Emotionen besonders stark triggern, kann man vielleicht auch verstehen, was das Interesse daran ist, jedes Thema rund um Starfield so brutal auszuschlachten. Aber hey, ich bin auch nicht unschuldig, gebe ich ganz offen zu. Auch ich habe schon Clickbait-Titel und Thumbnails gemacht und wahrscheinlich werden mir das jetzt auch wieder Leute hier unter diesem Video in den Kommentaren vorwerfen. Ehrlicherweise ist das für uns Content-Creator einfach ein schwieriger Balanceakt und natürlich schießt man manchmal über das Ziel hinaus, weswegen wir auch immer wieder mal Thumbnails und Titel anpassen. Unabhängig davon finde ich trotzdem den generellen Tenor gegenüber Starfield mehr als schade. Ich bin ein großer Bethesda-Fan, ich habe sehr viele Bethesda-Spiele gespielt, Morrowind, Oblivion, Skyrim, ich habe einen ganzen Kanal, der sich rund um Skyrim dreht und meiner Meinung nach ist Starfield das beste Bethesda-Spiel bis dato. Aber hey, das ist nur meine bescheidene Meinung, Geschmäcker sind verschieden. Einige Leute mögen Pizza Hawaii, ich finde es ein Verbrechen an der Menschheit. Wie kann man nur Obst auf seine Pizza packen? Doch ich glaube, etwas weniger schwarz-weiß denken täte einigen Leuten recht gut und ich glaube auch, dass das Ganze so ein bisschen was damit zu tun hat, in welchen Zeiten wir gerade unterwegs sind. Alles ist entweder extrem gut oder extrem schlecht, es gibt nichts dazwischen mehr. Aber ihr denkt euch jetzt vielleicht, what the fuck, was laberst du uns eigentlich zu, was hat das Ganze mit dem Todd Howard Interview zu tun? Nun, bisher hat Bethesda diese Eigendynamik, die sich rund um Starfield entwickelt hat, so stillschweigend hingenommen. Ehrlicherweise ist das nicht die schlechteste Strategie. Wenn du extrem viel Kritik und Hate zurückbekommst, solltest du vielleicht erstmal in dich kehren, darüber reflektieren und gucken, was es da alles an wertvollem Feedback gibt und was du das Klo herunterspülen kannst. Doch wenn du zu lange wartest, dann etabliert sich auf einmal eine Kultur darum und du wirst den ganzen Kram nicht mehr los. Und bei Bethesda ist das Kind schon vor Jahren in den Brunnen gefallen. Man hat nie der Kritik, die so im Mainstream und auf YouTube herumwabert, etwas entgegengesetzt. Doch es gibt scheinbar eine Kehrtwende. Und die ist in meinen Augen mega clever. Bethesda geht auf uns Content Creator zu. Also offensichtlich nicht auf die toxischen Content Creator, sondern auf diejenigen, die die Inhalte feiern. Und deswegen ist das Interview mit Mr. Matty's Play, Mr. Matty Place, eigentlich nicht so schwierig. Ich denke immer, es wäre Mr. Matty's Place. Egal, das ist ein ziemlich großer internationaler YouTuber, der immer wieder über Bethesda Games berichtet. Und nun halt gemeinsam mit Todd Howard ein Interview geführt hat. Das Originalvideo habe ich euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es euch voll geben wollt. Und ich muss hier wirklich den Hut vor meinem YouTube-Kollegen ziehen, denn die Fragen, die er stellt, sind zum Teil besser, als so manche Gaming-Journalisten sie stellen. Damit kommen wir zum Interview und schauen uns zunächst ganz kurz Fallout an.
Laut der Torwart hat Bethesda weiter vor, Fallout und insbesondere Fallout 76 auszubauen als Franchise. Der Fokus liegt dabei auf Fallout 76, was inzwischen recht gute Bewertungen hat und eine sehr treue Community besitzt. Aber Stamenos, da gibt es Leute, die hassen Fallout 76 und sagen, dass es auch 2024 schlecht ist. Und an dieser Stelle möchte ich euch eine Menge Zeit sparen. Ich habe mir nämlich einige dieser Reviews angesehen und im Kern sind das Leute, die nicht so ganz verstanden haben, glaube ich, was Fallout 76 für ein Spiel ist. Die Kritik ist immer nämlich die gleiche. Man hat Fallout immer als Singleplayer-Spiel gespielt und jetzt spielt man dieses Online-Spiel und weil es ein Online-Spiel ist, ist es irgendwie doof. Was für eine krasse Erkenntnis. Wenn dir vor allen Dingen Singleplayer-Spiele Spaß machen und du Online-Spiele nicht so magst, wirst du wahrscheinlich nicht so wirklich warm werden mit Fallout 76. Aber das heißt nicht unbedingt, dass Fallout 76 schlecht ist. Bei den normalen Fallout-Spielen kann man halt cool modden und für sich das Ganze spielen, hat auch coole Content-Erweiterungen durch Mods. Und bei Fallout 76 kann man halt gemeinsam mit seinen Freunden spielen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und ich persönlich finde zumindest beides mal geil. Wobei natürlich ich als Social Awkward Person mehr Singleplayer-Games mag. Und da Fallout 76 ein Online-Spiel ist, eine sehr gute Community hat und es offenkundig halt eben doch recht gut läuft, hat Bethesda vor, dieses Spiel weiter zu unterstützen und mehr Content dafür herauszubringen. Unter anderem solltet ihr ja bald die Möglichkeit haben, als Ghoul wirklich zu spielen. Und ich hatte ja die Ehre, von Bethesda in Amsterdam eingeladen zu sein. Hier durfte ich The Elder Scrolls Online spielen, konnte mich allerdings auch mit den Mitarbeitern und Entwicklern von Bethesda unterhalten. Und definitiv liegt ein großer Fokus von den Bethesda Game Studios aktuell auf Fallout 76. Das heißt, das Ganze wird in der Zukunft auch noch so weitergehen. Zu Fallout 5 macht Todd Howard natürlich keine Angaben. Was allerdings sehr spannend ist, dass er sagt, hey, dass er verstanden hat, dass es das Bedürfnis nach mehr Singleplayer-Games gibt und dass er diesen Ruf auch gehört hat, dass man allerdings das Ganze gut machen will und sich dementsprechend dafür auch Zeit lässt. Damit werfen wir einen Blick auf The Elder Scrolls 6, die wichtigste Marke von den Bethesda Game Studios. Todd Howard betont, dass die Technologie, die für Starfield verwendet worden ist, der Motor für The Elder Scrolls 6 sein wird und noch weiter ausgebaut werden wird. Keine besondere Erkenntnis ehrlicherweise, allerdings gibt es hier auch einen kleinen Twist. Starfield wurde auch mit dem Hintergrundgedanken entwickelt, welche Technologien man benötigt für The Elder Scrolls 6. Man kann also von Starfield einiges ableiten für diesen nächsten Teil der Elder Scrolls-Reihe. Sehr spannend ist, dass Bethesda die Erkenntnis hatte, dass Spiele über einen 10-jährigen Zeitraum oder sogar noch länger gespielt werden. Darum designt Bethesda seine Spiele auch mit der Idee, sie möglichst lange unterstützen zu können. Merkt euch auf jeden Fall diese wichtige Aussage, das wird noch ganz interessant werden für Starfield gleich. Auch The Elder Scrolls 6 möchte man sehr lange unterstützen. Das bedeutet, es soll regelmäßig Updates geben und Inhaltserweiterungen. Etwas, was man bei Skyrim zum Beispiel noch nicht in diesem Umfang gemacht hat. Damit kommen wir zu Starfield und der großen Kontroverse. Doch was ist eigentlich passiert? Nun, der neue Creation Store wurde gelauncht und der ist sogar recht erfolgreich. Viele Mods haben schon mehrere tausend Downloads erhalten und das sehen irgendwie einige Leute anders auf YouTube. Ich persönlich habe bereits eine Mod erstellt, diese auch hochgeladen und zumindest auf der Xbox wurde diese ganze über 47.000 Mal heruntergeladen und das innerhalb von 7 Tagen. Das ist sehr viel und sehr gut. Die Mod, die ich hier übrigens erstellt habe, heißt New Atlantis Crafting Hub und fügt dem New Atlantis Raumhafen alle Crafting Stations hinzu. Funktioniert sowohl auf dem PC als auch auf den Xbox-Konsolen, sowohl in Deutsch und Englisch, Link unten in der Beschreibung. Ich habe den Eindruck, dass nicht alle Leute diesen Creation Store verstanden haben oder ganz bewusst das Ganze irgendwie in den Dreck ziehen. Im Kern handelt es sich dabei um eine Plattform, die es euch erlaubt, Mods herunterzuladen. Ihr könnt sogar die Ladereihenfolge bestimmen. Ein Großteil dieser Mods ist sogar für euch vollständig kostenlos. Es gibt allerdings auch welche, die kostenpflichtig sind. Die Rede ist dann von den sogenannten Creations. Diese erlauben es Mod-Creatern direkt mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Übrigens, viele der Mod-Creator, die diese Creations erstellt haben, haben auch kostenlose Mods erstellt. Einige von ihnen besitzen Patreon und auch andere Plattformen, wo man ihnen spenden kann und haben es sogar geschafft, wirklich sich ein Leben davon aufzubauen. Sie machen das Ganze in Vollzeit. Und ich finde es nur fair, wenn Kreativschaffende die Möglichkeit haben, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen und es ist ihre Entscheidung, ob sie etwas monetarisieren wollen oder nicht. Aber es gibt darüber einen Outrage. Einige Leute sehen das anders. Mods waren kostenlos. Schon immer. Und das soll auch so bleiben. Diese Aussage ist natürlich absolut lächerlich. Wenn man sich mal andere Communities ansieht, zum Beispiel die Minecraft-Community, gab es dort schon immer kostenpflichtige Mods und Texturpakete. Doch hier geht es ja nicht nur um meine Meinung, sondern auch darum, was Todd Howard in dem Interview sagt. Im Kern geht es bei dem Creation Store laut ihm darum, das Modding so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen.
Die Modding-Community, insbesondere die Mod-Creator, sind ein wichtiger Teil und Bethesda hat sich Gedanken gemacht, wie sie ihnen etwas zurückgeben kann. Indem man optional die Möglichkeit einbaut, Mods zu monetarisieren und damit zu Creations zu formen, ermöglicht man es Mod-Creatern, wie ich es ja persönlich schon in meinen Worten gesagt habe, einen Lebensunterhalt damit leichter zu verdienen. Und das scheint sogar recht gut zu funktionieren, denn einige der größten und erfahrensten Mod-Creator sind auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben mit Bethesda Verträge unterschrieben. Erst letztens hat Bethesda einige der größten Creator zu sich ins Studio eingeladen. Wie ich bereits ja eingangs erwähnt habe, ein weiteres Zeichen dafür, dass man mehr auf die Community zugehen will, was ich cool finde. Und egal wie man das Ganze sieht und einige finden das trotzdem nicht toll und es kostet alles Geld und Bethesda muss jetzt sterben und bla 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 bla. Zahlen lügen nicht, diese Creations funktionieren unfassbar gut. Zum Beispiel gibt es hier diese Mod, die Crimson Fleet Schiffsteile in das Spiel einfügt. Fast 26.000 Leute spielen damit auf dem PC und 59.000, fast 60.000 auf der Xbox. Läuft, würde ich sagen, eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Trotzdem wurde Starfield massiv gereobombt wegen dem ganzen Kram und es gibt nicht alle, denen das gefällt. Und es gibt auch einen ziemlich guten Grund dafür, ehrlicherweise. Denn die Bethesda Game Studios verkaufen selbst eine Creation, die euch eine Mission bietet rund um die Trackers Alliance. Ich kann dieses Wort einfach auf Englisch nicht aussprechen. Alliance. Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Trackers Allianz ist sogar auf Deutsch. Es gab einen kompletten Outburst darüber, weil Leute haben gesagt, ey, wenn Bethesda damit durchkommt, dann werden die jetzt einzelne Missionen und Quests verkaufen. Und ich habe mir das Ganze so angeguckt und so gedacht so, hä? Im Kern geht es bei dieser Mission nämlich darum, dass ihr ein Gewehr und irgendeinen Ausrüstungsgegenstand bekommt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man sich diese Creation kauft. Die Quest ist einfach nur eine Zugabe, um das Ganze abzurunden. Und genau darauf geht übrigens Todd Howard auch in dem Interview ein. Bethesda hat nicht vor, irgendwelche Questlines Stück für Stück zu verkaufen. Diese Trackers Alliance Creation ist auch komplett losgelöst, das würde gar keinen Sinn ergeben. Sondern man hat sich bei dieser Creation Gedanken gemacht, hey, wie kann man das Ganze irgendwie noch attraktiver gestalten und nicht nur halt irgendwie diese Waffe den Spieler hinwerfen und diesen Ausrüstungsgegenstand. Und verbrennt mich, verklagt mich, ich finde das persönlich gar nicht so schlecht. Kurzer Real Talk, wir haben überall Mikrotransaktionen in Games und ja, Mikrotransaktionen finden nicht alle geil, bla bla bla, große Diskussion darüber. Das Ding ist halt folgendes, wenn ich einen Assassin's Creed Teil in-game Shop aufmache, dann kann ich halt irgendwie ein Schwert oder irgendwie einen Skin holen und dann ist der gleich da. Hier bei Bethesda hat man sich sogar die Mühe gemacht, eine Mission darum zu basteln, was ich deutlich besser finde, als wenn man das Ganze einfach nur so dahin geworfen bekommt. Und ich weiß, das wird einige immer noch von der Argumentation nicht befriedigen und einige werden sagen, aber es kann doch nicht sein, es wird ein Teil des Spiels sein und weiß ich nicht was alles. Ich persönlich habe nirgendwo mitbekommen, dass man jetzt irgendwo gezwungen wird, das Ganze zu kaufen. Bethesda hat in der Zukunft vor, allerdings natürlich preislich die Creations, die sie erstellen, anzupassen. Damit sind die eigenen von den Bethesda Game Studios gemeint, nicht von den Mod-Creatern, denn die bestimmen natürlich selber auch den Preis mit. Aus diesem Grund würde ich auch nicht empfehlen, direkt diese Sache zu kaufen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Zukunft Bethesda Bundle Packs herausbringen wird. Das wird nicht die erste Art sein, sie werden das wahrscheinlich auch noch mit anderen Fraktionen machen und dann kann man das Ganze gebündelt kaufen und dabei clever sparen, wenn man das Ganze denn haben will. Muss man allerdings nicht, denn es gibt ja viele weitere 1000 Mods komplett kostenlos über den Creation Store und die Zahl wächst stetig, was eigentlich eine recht positive Sache ist. Todd Howard äußert sich auch zu der neuen Erweiterung Shattered Space. Und hier gibt's richtig, richtig gute Nachrichten. Einer der größten Kritikpunkte an Starfield ist ja, dass die Planeten leer und langweilig sind und viele Leute wollen ein Areal haben wie in Skyrim oder Fallout 4, was liebevoll gestaltet ist und was man erkunden kann. Todd Howard bestätigt, dass das genau Shattered Space sein soll. Wir werden mit dieser Erweiterung die Stadt Dasra bekommen, den Hauptsitz des Hauses Varun. Die Hauptquests und auch Nebenquests sollen hier angesiedelt sein. Ihr werdet also eine klassische Erfahrung haben wie in Fallout 4 und auch in Skyrim. Doch drosselt etwas eure Erwartungshaltung, dann seid ihr später nicht so krass enttäuscht. Denn Todd Howard sagt jetzt natürlich nicht, dass die Map so groß sein wird wie bei Fallout 4 oder Skyrim, sondern es wird diese Region halt geben. Er vergleicht das Ganze mit Fallout 4, dem Far Harbor DLC. Und das Ganze war damals eine Insel, die schon ordentlich viel Content geboten hat. Bethesda bringt also hier zwei Ansätze zusammen. Einmal das, was alte Bethesda-Fans von Skyrim sehr geliebt haben, eine sehr detaillierte Map. Und trotzdem haben wir ja dann noch die ganzen anderen Planeten, die prozedural generiert sind. In meinen Augen lässt er allerdings doch eine richtig heftige Bombe platzen. Das hat jetzt mehrfach angekündigt und auch Todd Howard, dass man Starfield langfristig unterstützen will. Ja, und irgendwie war niemandem so richtig klar, hey, was heißt denn das? Und Mr. Matty Play stellt hier genau die richtige Frage. Ob Bethesda nämlich vorhat, jährlich eine so große Erweiterung herauszubringen wie Shattered Space. Und ihr ahnt schon, was Todd Howards Antwort darauf ist, er sagt dazu ja.
In der Zukunft, so lange wie es möglich ist und so lange wie es natürlich gekauft wird, will Bethesda jährlich große Erweiterungen für Starfield herausbringen. Das, was ich und viele andere schon lange vermutet haben, wurde damit nun endlich offiziell bestätigt. Wenn man nun bedenkt, wie groß Starfield ist und wie das Spiel aufgebaut ist, gibt es hier wirklich keine Grenzen. Bethesda besitzt intern eine Roadmap von Starfield für mehrere Jahre, was Updates und Inhaltserweiterungen angeht. Weiter geht es in dem Interview mit der Frage, wie Bethesda mit dem Feedback und der Toxizität umgeht. Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, finde ich persönlich zumindest, dass Bethesda in den letzten Jahren und auch mit dem Release von Starfield sehr viel abbekommen hat. Todd Howard antwortet darauf, dass man das Feedback, egal wie toxisch es formuliert ist, annimmt. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man die Kritik etwas freundlicher formuliert, aber in the end kann sich so Bethesda trotzdem weiter verbessern. Und profitiert somit davon. Ein großer Kritikpunkt beispielsweise sind ja die langen Laufwege und dass es keine Fahrzeuge gibt. Mit einem zukünftigen Update sollen genau diese in das Spiel eingeführt werden. Doch das ist nicht alles. Scheinbar arbeitet Bethesda daran, Ladebildschirme aus Starfield zumindest teilweise zu entfernen. Wenn du dich mehr für die Technik dahinter interessierst und was Bethesda wahrscheinlich in der Zukunft mit Starfield plant, dann klick unbedingt hier in dieses Video.